Hallo und herzlich willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Und heute reden wir über das Samstagabendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Ein Spiel der Gegensätze. Köln momentan im Abstiegskampf willig, jeden Punkt zu bekommen, den sie bekommen können. Und Gladbach momentan natürlich dabei um die internationalen Plätze. Viel passiert in dem Spiel, viel zum Durchgehen. Starten wir gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Und die Kölner startete das Spiel wie aus der Kanone geschossen und überraschten die Gladbacher gleich in der dritten Minute durch ein Tor von Elvis Rexbeçay, dem ausgeliehenen Mittelfeldspieler von VfL Wolfsburg. Da war die Gladbacher Abwehr ziemlich offen, auch wenn der Schuss dann schlussendlich abgeschwächt war von Rexbeçay, war das dann doch sehr einfach und Köln ging in der dritten Minute durch Elvis Rexbeçay in Führung. Gladbach wollte danach natürlich gleich reagieren und versuchte offensiv wieder ihr übliches Spiel aufzuziehen und sie kamen dann auch schlussendlich in der 16. Minute, also gar nicht mal lang nach dem 1:0 zum gleichzeitigen Ausgleich, nämlich durch Florian Neuhaus, wieder durch einen abgefälschten Schuss, das war in dem Spiel anscheinend ziemlich Mode, aber hier auch wieder einfach gut freigespielt und dann der Schuss und abgefälscht von der Kölner Abwehr und damit stand es dann in der 16. Minute 1:1. Das Spiel lebte auch grundsätzlich von zwei verschiedenen Philosophien, während Gladbach natürlich versuchte, ihren dominanten Fußballspiel an den Tag zu bringen, war Köln gewilligt, dann eher mehr defensiveren Part zu nehmen, also in der Fünferkette, und abzuwarten über ihre schnellen Spieler, den Neuzugang Emanuel Dennis oder Jakobs, dann zu kontern. Und das funktionierte gar nicht schlecht, denn die Kölner hatten damit sehr viel Erfolg. Gladbach wirkte auch etwas verunsichert, es fehlten noch ein paar Stammspieler. Rose hat auch ein bisschen rotiert natürlich, wegen den englischen Wochen jetzt anstehen. Champions League kommt natürlich jetzt auch noch auf die Gladbacher, aber das spielte natürlich den Kölnern in den Händen, aber bis zur 45. Minute gab es dann nichts mehr so viel Nennenswertes zu berichten und es ging dann mit 1:1 in die Halbzeitpause. Und Köln startete wieder furios in die zweite Hälfte, denn wieder durch Elvis Rexbeçay in der 55. Minute konnte man wieder in Führung gehen, durch einen etwas schlampigen Abwehrfehler von Stefan Leiner, der Rexbeçay den Ball wirklich vor die Füße legte und damit einen direkten Assist verbuchte, konnte Köln wieder in Führung gehen und damit Gladbach wieder geschockt und waren wieder etwas, naja, braucht mit einer Zeit, um sich wieder damit zu akklimatisieren. Und nach Köln spielte ihr übliches Spiel auf und es funktionierte eigentlich sehr, sehr gut. Die Bedingungen im Borussia Park waren noch mehr als schwierig, denn es regnete aus Eimern und die Bälle, die flutschten jedem durch und es war wirklich ein unangenehmes Spiel für beide Mannschaften, denn ja, Gladbach hatte sie Probleme und Köln kämpfte bis zum Schluss natürlich um jeden Punkt für den Abstiegskampf zu gewinnen. Und damit gewinnt Köln dieses wichtige Spiel in Gladbach und sicherte sich damit drei wichtige Punkte für den Abstiegskampf und konnte sich damit von Hertha und Bielefeld einmal so weitestgehend entfernen. Und auf jeden Fall Respekt auch an die Kölner, denn sie haben jetzt ein eigentlich favorisiertes Gladbach geschlagen mit einer sehr, sehr simplen Taktik, aber mit einem sehr guten Rexbeçay. Wie gesagt, mein Man of the Match. Und wer ist euer Man of the Match? Wie hat euch das Spiel gefallen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich wie immer gern mit euch darüber zu diskutieren. Und wir sprechen uns beim nächsten Video. Bis bald.